So, wir haben hier zwei USB-3-Anschlüsse, einen Kopfhörerausgang, einen HDMI-Ausgang und einen Netzwerkanschluss. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal einen USB-Anschluss, Kartenlesegerät und Mikrofonanschluss. Daneben die Statusanzeigen für Batterie und Energie. Dann haben wir hier die Rückseite. Wollen wir es mal aufklappen. So. Das ist es. Nehmen wir das mal weg.
So, jetzt mal der erste saubere Start.